Server, Router, Computer. Alles Geräte, die aus der IT-Branche nicht mehr wegzudenken sind. Dass FachinformatikerInnen mit solchen Geräten arbeiten, ist klar, aber wer kümmert sich eigentlich um die Beschaffung solcher Geräte? Kaufleute für IT-Systemmanagement sind für die Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software zuständig. Sie vermarkten also IT-Dienstleistungen, indem sie den Bedarf der Kundschaft analysieren, Konzepte für IT-Lösungen entwickeln und passende IT-Produkte präsentieren. Dafür übernehmen sie auch kaufmännische Aufgaben und holen Angebote ein und schließen Verträge ab. Auch im Marketing sind sie tätig und wirken bei Absatz-Marketing-Maßnahmen mit. Bei ihrer Arbeit achten sie stets auf die IT-Sicherheit, setzen Sicherheitsanforderungen um und führen qualitätssichernde Maßnahmen durch. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 970 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1025 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 1100 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. In dieser Ausbildung arbeitest du werktags und deine Einsatzorte sind IT-Dienstleister. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zum zur Ausbilderin oder Betriebswirtin fortbilden zu lassen. Oder du studierst anschließend. Keine Bange, das sind noch längst nicht alle Möglichkeiten der Fortbildung nach einer bestandenen Ausbildung. Wenn du mehr Informationen zu diesem Thema haben möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Deine Ausbildung läuft ganz klassisch dual ab. Demnach erlernst du deinen Beruf nicht nur in deinem Betrieb, sondern auch in der Berufsschule. In der Schule setzt du dich in deinem ersten Jahr beispielsweise damit auseinander, Arbeitsplätze nach den Wünschen deiner KundInnen auszustatten und Software zur Datenverwaltung anzupassen. Im zweiten Jahr befasst du dich dann unter anderem mit dem Bearbeiten von Serviceanfragen und mit der Durchführung von Softwareprojekten. Wie du Absatzmarketingmaßnahmen bewertest, Absatzprozesse durchführst und Netzwerkinfrastrukturen planst, sind dann Themen in deinem dritten Jahr. Im Betrieb lernst du IT-Systeme zu beurteilen, IT-Lösungen zu entwickeln, Kosten zu ermitteln und Angebote zu erstellen. Auf eins der folgenden Einsatzgebiete kannst du dich während der Ausbildung spezialisieren: technischer IT-Service, IT-Systembetreuung, Vertrieb im Geschäftskunden- und im Privatkundenbereich, Marketing oder Produkt- und Programmentwicklung. Deine Abschlussprüfung ist in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil findet im zweiten Ausbildungsjahr statt und umfasst eine schriftliche Prüfung. Der zweite Teil findet dann am Ende der Ausbildung statt und besteht aus 3 schriftlichen Prüfungsbereichen und 1 Projektarbeit. Außerdem musst du während der gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen erfolgreich bestanden, bist du staatlich anerkannter Kaufmann bzw. staatlich anerkannte Kauffrau für IT-Systemmanagement. Hast du dich schon immer für Informatik interessiert? Konntest du dich vielleicht in der Schule schon etwas näher damit beschäftigen und sitzt ständig vor dem PC? Dann ist das eine gute Voraussetzung für diesen Beruf. Die Bereiche Technik und Wirtschaft sollten dich ebenfalls begeistern, denn das sind die Bereiche, in denen du schließlich tätig bist. Du kümmerst dich nicht nur um die verschiedensten IT-Systeme, sondern auch um kaufmännische Aufgaben und solltest daher auch ein gewisses wirtschaftliches Verständnis mitbringen. Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick sind extrem wichtige Fähigkeiten für die Kundenberatung. Das kaufmännische Denken steht also auch im Vordergrund. Schule springst du außerdem im Optimalfall ein Fachabitur bzw. ein reguläres Abitur mit. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.